willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind beim Skifahren in Hochfügen. Der Schnee ist nicht so gut jetzt. Also. Ja, es hat gestern extrem geschneit. Deswegen haben wir unten eigentlich Kunstschnee und oben drauf den neuen Schnee. Die haben das echt gut versucht zu präparieren. An manchen Stellen ist es ja noch nicht ganz optimal, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß wie gestern. Wir wollten euch heute mal den Campingstellplatz oder den Wohnmobilstellplatz hier oben zeigen. Hochfügen ist im Zillertal. Das, was hier ganz besonders ist, hier geht es nicht mehr weiter. Ich zeige es euch mal. Also hier ist Ende der Straße. Man kann von unten hochfahren. Das sind 15 Kilometer, ja, ganz schmale Straßen, bis es hier hoch geht. Und dann treffen wir hier einen wunderschönen Stellplatz vor. Soweit ich weiß, ohne Strom, aber große Stellplätze, also man kann auch mit größerem Wohnmobil hier hochkommen, weil hier fahren auch Reisebusse hoch. Zusätzlich ist hier noch eine Toilette und auch eine Dusche. Und gegen Gebühr, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann man beim Restaurant Panorama oder Hotel Panorama auch den Wellnessbereich benutzen. Die Anmeldung geht über eine App, so was wir jetzt gerade rausfinden konnten. Was hier echt schön ist, man ist direkt am Lift, also wenn man hier hochschaut. Man kann mit dem Lift ganz hochfahren und kommt dann im Endeffekt, kann hier rechts rüber. Oder man fährt hier vorne links, dass man hier in das Skigebiet hochkommt, wo es noch ganz, ganz weit nach hinten geht. Also insgesamt hat man hier 88 Pistenkilometer. Hier weiter unten haben wir auch einen Skiverleih, da ist eine Skischule, da ist ein Restaurant oder mehrere Restaurants. Natürlich auch unten ein Parkplatz, das zeigen wir euch gleich. Und was ist hier noch? Weißt du das, Emmy? Da ist direkt die Rodelpiste. Also sprich, man kann sich auch mit dem einen Schlitten mitbringen, dann kann man hier ein bisschen rodeln. Ist jetzt nichts extrem Wildes, aber besser wie nichts. Und man kann in unserem Hotel halt auch Ski, also einen Schlitten ausleihen. Und da kann man sich einfach einen ausleihen und dann wieder halt zurückbringen. Und das ist halt, wo man halt immer gleich keinen selber mitnehmen muss. Genau, also wie ihr hört, wir haben leider unser Wohnmobil immer noch nicht. Wir möchten nicht in jedem Video darauf eingehen, dass wir immer noch kein Wohnmobil haben, beziehungsweise es noch beim Händler ist, wegen den Nacharbeiten. Aber Ende Februar soll es soweit sein. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Deswegen sind wir auch kurzfristig im Hotel untergekommen. Sonst wären wir auf jeden Fall mit dem Murillo hier hochgekommen und wären mit dem Wohnmobil hier gewesen. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir gerne Ski fahren und ich relativ viel unterwegs bin und viel am Arbeiten bin, genieße ich die Zeit mit meiner Family. Meine Frau ist übrigens gerade noch Skifahren, wir waren vorher fahren. Wir machen eine kleine Pause, weil es sonst echt viel für die Kleine. Deswegen habe ich gedacht, wir nutzen die Zeit und zeigen euch das hier. Genau, und dann gehen wir mal runter und dann zeigen wir euch noch die Skischule und das Ganze, was unten noch ist. Let's go. Und es ist sehr schwierig, hier hochzukommen mit dem Wohnmobil. Muss man sagen, also zu empfehlen, wenn man ein Wohnmobil hat, habe ich fast vergessen, danke Amy. Was man nicht vergessen darf, also wenn man ein Wohnmobil hat, mit einem weiten Überhang hinten raus, sollte man auf jeden Fall ein Luftfahrwerk haben, weil hier sind insgesamt 5 oder 6 180 Grad Kurven, die so in der Steigung sind, und wenn man da rumfährt, setzt man mit dem Heck sonst auf. Also braucht man auf jeden Fall ein Luftfahrwerk, dass man hinten rausfahren kann. Und dann sollte das machbar sein, hochzukommen. Stimmt. Vom Engen her, klar, wenn ein Bus entgegenkommt, muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber es ist auf jeden Fall breiter wie letztes Jahr, wo wir auf die Dolomiten gefahren sind. Da war's, da hatten wir noch unseren Detlef XXLA. Da war es deutlich enger wie das hier hoch. Aber wahrscheinlich, wenn noch mehr Schnee liegt, dann wird es auch schmäler. Aber ich denke, ja, jeder, der Winterurlaub im Wohnmobil macht, ist sowas gewohnt. Deswegen, jetzt gehen wir aber runter, oder? Hier ist nochmal kurz die Handy-App, Parkster. Kann man sich kostenlos runterladen und dann sich für den Stellplatz registrieren. Was man, glaube ich, auch noch sagen muss, wenn man die Jungs hier so sieht, wenn ihr keine Hubstützen habt, auf jeden Fall
Glötze mitbringen, weil es doch leicht schräg an manchen Stellen. Das sollte man auf jeden Fall dran denken. Und mit dem Bach ist es echt schön. Fällt dir auch, Amy? Ja, sehr, sehr schön. Guck mal, da gibt es sogar einen Zwergelclub für Kinder. Kann man sogar die Kids abgeben und dann können die Erwachsenen Skifahren. Kannst du auch schon zu den Zwergeln oder bist du schon ein bisschen größer? Größer. Okay, dann gehen wir runter. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby, have a taste. All the highs and... So, wenn das Wetter mal nicht ganz so toll ist, wir sind jetzt ins Tal gefahren, also das ist praktisch 16 Kilometer runterfahren. Da haben wir ja gerade die 180 Grad Kurven gesehen, die engen, wo es echt mit längeren Wohnmobils oder mit Wohnmobil mit Überhang eng wird. Da muss man auf jeden Fall ein Luftfahrwerk haben zum hinten hochbocken, weil sonst bleibt das Heck, glaube ich, dort für immer stehen. Die Therme hat auch... Erlebnis-Therme Zillertal. Genau, wir machen einen Link unten rein, wo die ist. Ist auf jeden Fall auch ziemlich stark besucht. Klar, die bauen jetzt um, aber nur außenrum. Hat schon offen, da rutschen schon die ersten. Aber auf jeden Fall auch noch eine Alternative zum Skifahren, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Wellnessbereich nutzen kann am Stellplatz oder da nichts mehr hat. Kann man hier noch hingehen, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist immer noch günstiger im Wohnmobil zu oder im Camper zu schlafen, wie wenn man ins Hotel da oben geht. Genau. Und es fahren hier auch ständig Busse und mit öffentlichen kann man, glaube ich, hier gut in die zur Therme kommen. Ja, und wieder heim. Ja. Zum Essen gestern Abend, da machen wir euch noch ein Bild rein. Essen kann man echt gut. Und vom Preis her klar jetzt nicht ganz so günstig. Man ist im Skigebiet, das muss man einfach sagen. Aber es gibt richtig, richtig gutes Essen. Da mache ich euch Bilder rein, wie gesagt. Und des Weiteren wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir? Ja. Wir hören uns hoffentlich dann das nächste Mal vielleicht mit Wohnmobil. Mal schauen. Bis dann, macht's gut. Ciao.